Mystisch, spannend und intrigenreich wird der heutige Abend in der Bibliothek Ansfelden. Ich begrüße die Schriftstellerin A.T. Donaubauer. Sie lesen heute aus ihrem Fantasy-Roman Der Orden. Um was geht es dabei? Ich bezeichne die Reihe gerne als Fantasy-Light, sprich keine großen Fabelwesen, keine großen Quests, keine großen mystischen Ereignisse. Es geht grundsätzlich um die Geschichte von zwei Menschen, die einander finden oder auch nicht. Magie ist da, drum ist es Fantasy. Es ist aber mehr ein Beiwerk. In Roben gekleidete Gestalten standen auf einer Seite des Saals und unterhielten sich aufgeregt miteinander. Sie erkannte verschiedene Empfindungen in den wohl mehr als 30 Paar Augen. Manche zeigten Neugier, andere Besorgnis. Einige betrachteten sie misstrauisch und ein paar schienen nervös. Ein Mann mit grauen Strähnen in seinem hellen Haar, gekleidet in eine dunkelrote Robe, näherte sich ihr und entließ ihre Wächter mit einem Nicken. Dann wandte er sich ihr zu. Blassblaue Augen musterten sie und schienen zufrieden mit dem, was sie sahen. Wenn Sie uns vielleicht ein bisschen mehr von der Handlung verraten und den Hauptfiguren, Erin und Enric, soweit ich weiß, was werden die beiden erleben? Das erste große Erlebnis der beiden ist grundsätzlich das Trauma, das sie in ihrer Kindheit mitbringen. Und das zweite wäre dann eine recht unsanfte Begegnung, wo Erin schließlich als Gefangene behandelt wird und Enric sich in der Rolle als ihr Wärter wiederfindet. Und entsprechend entwickelt sich die Beziehung mit gewissen Spannungen. Konnte es tatsächlich möglich sein, dass sie keine Ahnung hatte, wie es funktioniert? In diesem Fall hat er sie gerade unnötigerweise Schmerz und Erniedrigung ausgesetzt. Um sich zu beruhigen, tat er einen tiefen Atemzug und meinte: In Ordnung, hör mir genau zu und tu, was ich dir sage. Schließ die Augen. Stell dir im Zentrum deines Körpers einen kleinen schützenden Energieball vor. Er gab ihr ein paar Sekunden, sodass sie es sich ausmalen konnte, bevor er fortfuhr. Und jetzt lass ihn in alle Richtungen wachsen, indem du Energie hineinfließen lässt. Lass ihn durch deine Haut hindurchgehen und an Größe zunehmen, bis er dich komplett umschließt. Er beobachtete erleichtert, wie die Barriere rund um sie herum erschien. Sehr gut. Nun forme deinen Schild. Du brauchst ihn momentan weder hinter dir noch an den Seiten, nur vorne. Lass deine Energie hineinfließen und ihn verstärken. Wenn ein Einschlag etwas von der Energie abzieht, füll sie aus deinem Inneren wieder auf. Die Geschichte von Erin und Enric zieht sich bereits über 6 Bände, also der 6. Band wird in Kürze erscheinen. Ist diese gesamte Handlungsfolge bereits vom Anfang an festgestanden oder entwickelt sich das von Band zu Band weiter? Grundsätzlich ist es eine Entwicklung, die ich zeitweise selbst nicht in der Lage bin, vorherzusehen. Ich hatte grundsätzlich geplant, nur 3 Teile zu schreiben, aber die Charaktere hatten, schräg gesagt, ihre eigene Vorstellung, haben sich von selbst teilweise weiterentwickelt. So das Konzept, man erschafft eine Welt, platziert die Charaktere drin und man schaut, was sie tun. Der Ärger in ihr wuchs zu wildem Zorn. Ihr Gesichtsfeld verschwamm. Sie spürte, wie ihre Hände leicht zu zittern begannen, in der Rage, die sich in ihrem Inneren wie ein Wirbelsturm sammelte, rotierend und mächtig und mit jedem Moment an Stärke zunahm. Wie konnten die es nur wagen, sie aus ihrem Heim fortzuschleppen, sie hierher zu zerren, mit ihren magischen Kräften auf sie einzuprügeln und zu erwarten, dass sie es hinnehmen würde, wie eine wehrlose, in die Ecke getriebene Kreatur. Sie würde es ihnen zeigen, schwor sie. Es kümmerte sie nicht, welchen Schaden sie selbst dabei nehmen würde, ob sie es überlebte. Für solche Überlegungen gab es keinen Raum mehr. Der heftige Drang, etwas zu tun, das ihnen missfallen würde, das ihnen einen Teil der Macht über sie nehmen würde, schob sogar den kraftvollen Überlebensinstinkt zur Seite. Nichts war mir wichtig. Es war besser, schnell zu sterben, als für unbestimmte Zeit deren Spielzeug zu sein. Woher nehmen Sie die Ideen für die Handlung? Es geht sehr viel um Magie auch. Gibt es auch Ansätze aus der realen Welt, die Sie verarbeiten, oder ist es einfach was, aus Ihrer Fantasie entsteht? Der Magieteil ist grundsätzlich Fantasie, Inspiration, Muse. Ich inkludiere gewisse Dinge aus meiner eigenen Vergangenheit, aus meiner Ausbildung, zum Beispiel Biologie, Philosophie, Psychologie, gesellschaftskritische Dinge, wenn man es sehen möchte. Erin öffnete langsam ihre Augen und starrte an eine weitere Zimmerdecke.
Irgendwie schaffte sie es, von einer Situation, in der sie in einer ungewohnten Umgebung aus der Bewusstlosigkeit erwachte, zur nächsten zu stolpern. Dies war nun das dritte Mal in weniger als 5 Tagen. Sie musste wirklich daran arbeiten, diese Frequenz zu senken. Langsam drehte sie ihren Kopf und blickte geradewegs in die hellen, grünen Augen eines stämmigen Mannes in mittleren Jahren mit einer dünnen Narbe, die seine linke Wange hinabreichte. Er kam ihr bekannt vor. Sie dachte ein paar Sekunden nach und erinnerte sich daran, ihn bei dem Test gesehen zu haben. Er war derjenige mit dem starken Blitz. Die Narbe war aus der Entfernung nicht zu sehen gewesen. Nachdem sie 2 Nächte in einem Zimmer mit den beiden Soldaten, die sie hierher gebracht hatten, verbringen musste, beunruhigte sie es herzlich wenig, aufzuwachen und einen Fremden vorzufinden, der sie beobachtete. Sie war in kurzer Zeit weit gekommen, überlegte sie schläfrig, noch ein wenig träge, so kurz nach dem Aufwachen. Vor ein paar Tagen wäre sie wahrscheinlich in panischer Angst aufgesprungen und hätte begonnen, Gegenstände nach dem Eindringling zu werfen. Wie schnell sich Haltungen ändern konnten. Sie war allerdings nicht besonders angetan von der Richtung, in die diese Veränderungen gingen. Bei dem Gedanken an das, woran sie sich womöglich nach ein paar Wochen in der sanften Obhut ihrer Wärter gewöhnt haben würde, erschauderte sie. Wie die Geschichte von Erin und Enric ausgehen wird, verrät uns Frau Donabauer noch nicht. Band 1 bis 5 gibt es bereits am Markt zu lesen. Band 6 wird in Kürze erscheinen. Band 7 ist auch bereits geschrieben und Band 8 fast fertig. Was wir jetzt schon verraten können, ist jedoch, die Magie wird siegen.